Heute ist es endlich soweit. Nach 24 Jahren startet die Fortsetzung von Gladiator in den deutschen Kinos und Gladiator von 2000 mit Russell Crowe in der Hauptrolle von Ridley Scott ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time. Damals war ich 13 Jahre, habe den Film mit meinem Vater im Kino angesehen, der glaube ich auch eine 16er Freigabe hatte und allein die Eröffnungsschlacht war so brutal, dass ich merkte, wie mein Vater mich anschaute und sich dachte, ich glaube, der Junge ist noch ein bisschen zu klein, um das da zu sehen. Aber für mich war das absolut nicht der Fall, denn ich habe es geliebt. Und die Geschichte rund um Tribun, also General Maximus, dem seine Soldaten vertrauen, dem der Kaiser Marcus Aurelius den Weg ebnen möchte in einen Rom und einen Traum von einer Republik und einem Land, das dem Staat bzw. das der Bevölkerung gehört, zu ebnen, der dann aber verraten wird, der betrogen wird, der exekutiert werden soll, der mit einem Satz wie bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken, sich befreien kann und dann einen Rachepfad geht nach dem Mord an seiner Frau und seines Sohnes hinein in das Kolosseum in Rom und die Strahlkraft eines Gladiators entwickelt, die über den des Kaisers hinausreicht, ist einfach eine Geschichte, die so monumental und episch war, dass man sich komplett in ihr verfangen konnte. Dazu die ikonische Musik von Hans Zimmer und wann immer du eine Hand siehst oder andersrum, wann immer du ein Ehrenfeld siehst, siehst du auch schon eine Hand, die hindurchgeht und du hörst die Klänge aus Gladiator. Einfach ein ikonischer, toller, epischer Film, 12-fach Oscar nominiert, 5-fach ausgezeichnet und dann natürlich eine Fortsetzung rauszubringen, ist schon eine heikle Angelegenheit. Es ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn Ridley Scott als Regisseur selbst das Ruder in die Hand nimmt und 24 Jahre Wartezeit lassen auch hoffen, dass man eine Geschichte hat, die man in den Fokus packen möchte und wo man sagt, die ist es jetzt wert zu erzählen und hoffentlich nicht nur ein Film, der sich quasi wie der erste Teil anfühlt. Und dementsprechend habe ich in der Pressevorführung Platz genommen, der Vorhang geht auf und das Beste gehofft und diese 148 Minuten konnten beginnen, wieder ab 16 Jahren freigegeben und ab dem heutigen 14. November eben in den Kinos startend begann dann Gladiator 2. Und ich muss sagen, zu Beginn gibt es erst einmal, während die Credits rüberlaufen, so eine Animation, die im Grunde in dem Stil, wie auch das Scott Free Logo, also die Produktionsfirma von Ridley Scott, animiert ist, nochmal so einen kleinen Abriss des ersten Teils. Und sofort dachte ich so, oh ja, da spüre ich die richtigen Vibes, weil auch die Musik und die Klänge zu hören waren von dem ersten Teil. Und dann geht der Gladiator-Schriftzug auf und das I in der Mitte entzerrt sich zu einer römisch 2. Und ich dachte, okay, bis hierhin, kreativ bin ich dabei. Und dann ging nach und nach leider die große Ernüchterung los. Gladiator 2 hat bei mir leider emotional, aber auch inhaltlich sich so gar nicht verfangen können. Er arbeitet sich an ganz vielen Wegpunkten des ersten Teils entlang und fühlt sich immer wieder wie ein Schatten des ersten Teils an. Und auch der Versuch, ihn für sich stehend zu betrachten, bewerten zu wollen, funktioniert allein deswegen nicht, weil er so oft zurückgreift auf Marcus Aurelius, auf Maximus, auf diese Gladiatorenlegende, die einst in Rom im Kolosseum kämpfte, was das für Spuren hinterließ und immer wieder an den Erfolg dieses Films versucht zurückzugreifen, ohne dabei eine eigene, für sich so richtig funktionierende Geschichte zu erzählen. Aber worum geht es in Gladiator 2? 16 Jahre nach den Geschehnissen von Maximus ist der Traum von Marcus Aurelius rund um einem Rom, das dem Senat und dem Volk gehört, ausgeträumt. Es sind vor allem zwei sadistische, machtgierige Kaiserzwillinge namens Geta und Caracalla, die zusammen regieren, Rom immer weiter ausdehnen, deren Feldherren immer weiter dazu treiben, neue Schlachten zu schlagen. Und dann ist es zu einem die Geschichte von Marcus Acacius, gespielt von Pedro Pascal, der eben ein solcher Feldherr ist, der müde ist, der keine Schlacht mehr schlagen möchte, aber vor allem diesen Traum von einst Marcus Aurelius versuchen will umzusetzen mit seiner Frau Lucilla. Und beim Namen Lucilla sollte man sofort aufhören, denn das ist die wichtigste Verbindung zum ersten Teil, einen Umsturz plant. Und dann ist es die zweite Geschichte eines Soldaten, der in einer Schlacht in Nordafrika namens Lucius, da sollte man auch aufhören, gefangen genommen wird, dessen Frau ermordet wird und dem wir auf dessen Weg als Gladiatoren hin in Rom wir erleben werden. Er gerät an einen Gladiatoren-Schulenbesitzer, auch das kennen wir aus dem ersten Teil, und andere Mitstreiter und dann in verschiedenste Schlachten.
Und hier merkt man im Grunde schon eine Sache sehr stark. Wir haben also einen Tribun, der versuchen will, etwas umzustürzen, und wir haben einen Kriegsgefangenen, der zum Gladiatoren wird. Und du brauchst mit Pedro Pascal und Paul Mescal, die beide tolle Schauspieler sind, hier im Grunde zwei Figuren, die das abbilden, was Maximus alleine war im ersten Teil. Und wenn wir uns Paul Mescal nehmen, den ich einen tollen Charakterdarsteller finde als Lucius, wird sehr klar, dass irgendwie Ridley Scott nicht mehr diesen richtigen Drive findet, eben dieses Epochale zu erzählen und zu empfinden, sich mit Maximus damals auf diesen Rachepfad zu begeben, wenn er kniend auf seinem Landsitz vor seiner erhangenen Frau und seinem erhangenen Sohn, und diese Kameraeinstellung ist unvergessen, wie er an den Füßen weinend ihm der Sabber und Schnodder an den Füßen entlanglaufend weint und man im Grunde weiß, diesen, egal was es kostet, diesen Rachepfad werden wir mitgehen, den gibt es hier nicht, weil Lucius zwar ganz am Anfang in Gladiator 2 eben kurz aufzeigt, es gibt eine Verbindung zur Frau, also natürlich die Liebe und so eine mythische Ebene und ein Kampf steht voran, aber wenn dann ein Verlust innerhalb von 5 Minuten passiert, weil diese Liebe, diese Hingabe, auch diese Führungsqualität von ihm und dass Männer ihm folgen würden bis in den Tod, was bei Maximus alles funktionierte, hier so gar nicht etabliert wird, fällt ab diesem Punkt, wo dieser Verlust stattfindet und auch andere sich bereit sind, in der Arena ihm anzuschließen, wird das nie erklärt. Das müssen wir hinnehmen und das ergibt sich nicht aus der Figur, weder aus der Führungsqualität noch aus der Erfahrung heraus oder aus irgendwelchen Sätzen wie bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken. Das ergibt sich einfach nicht. Und so ist Paul Mescal eher so ein nachdenklicher Typ, der ab und zu ein bisschen poetisch agiert, aber nie so der harte Kerl, der, wenn es um Leben und Tod und Ehre und Stärke nachher in der Arena geht, eben diese Motive bedient. Und das funktioniert leider nicht. Der ist ein toller Charakterdarsteller, wenn es um sehr emotionale, vielschichtige Figuren geht. Und hier hat er sich auch physisch nochmal einiges draufgelegt. Aber ikonische Momente, sich einen Helm abzunehmen und dann umzudrehen, die Kamera fährt auf und zu sagen, dass er sich rächen wird in diesem oder im nächsten Leben, kostet es, was es wolle, gibt es hier nicht ein einziges Mal. Und es fühlt sich die ganze Zeit wie so ein Schatten an. Und so fällt mir eher Pedro Pascal als Marcus Acacius, der deutlich weniger Screentime hat, als jemand einen, der aufgrund seiner Grundsympathie, wahrscheinlich wenn man ihn in Mandalorian, The Last of Us und eben dann so sehr interessanten Figuren sieht, mit dem man zumindest schon eine serielle Reise auf langen Weg gegangen ist, und auch jemand, der einfach ein sehr gutes Image mit sich bringt, verfängt dann eher schon auf so eine positive Art, wenn er auch für das Gute kämpft, nämlich für einen Traum von Rom, der anders ist als dieser Machtmissbrauch und dieses Dekadente und dieses Ausladende und Toxische. Aber selbst dann hat man eben hier diese Geschichte von einem Tribun, der so einmal richtig im Kampf gezeigt wird, und darüber hinaus fühlt es sich dann zu wenig an. Ohnehin die meisten Choreografien in der Arena sind entweder Dinge, wo ich auch denke, es fühlt sich vom Sounddesign nicht so wuchtig an wie beim Vorgänger, oder aber wenn es dann sehr digital wird und das Kolosseum, wir haben es im Trailer ja auch schon gesehen, beispielsweise geflutet wird, erinnert es zum einen an die Roland Emmerich-Serie Those About to Die, die auf Amazon Prime dieses Jahr gestartet ist, und ist dann in manchen Sequenzen gar nicht schlechter, weil ich das CGI hier überhaupt nicht mag, wenn Haie genutzt werden oder vor allem, wenn wir Paviane sehen. Ich dachte nach dem Trailer, wo es schon nicht doller aussah, würde man nochmal drüber arbeiten, mochte ich ehrlicherweise gar nicht, und so sind so diese Kampfsequenzen für sich auch ebenfalls nicht so ikonisch, nicht so groß, weil eine Sache nach der anderen gereiht wird und da verliert es dann mittendrin auch fast seinen Reiz, weil wir haben immerhin 2,5 Stunden Lauflänge vor uns und das ist eine gute Lauflänge, um jede Menge erzählen zu können, aber irgendwie sind es genau die gleichen Punkte, die wir in dem ersten Teil hatten, was so die Verortung und die Verbindung von Figuren angeht, sodass ich immer wieder denke, das haben wir ja alles schon gesehen, und nach 24 Jahren hätte ich mir da irgendwo einen eigenen Drive gewünscht, auch wenn man gegen Ende versucht, ein bisschen größer zu gehen und das Schicksal Roms nochmal in einer größeren Bewandtheit aufzugreifen, ist es dann aber doch letztendlich ein Kampf, ein letzter und ein Punkt, wo ich mir so denke, ein komischer Weg, wie man eine Figur hier auch enden lässt. Aber das könnt ihr selbst im Kinosaal erleben. Wenn wir Conny Nielsen nehmen als Lucilla, die wichtigste Verbindung zum ersten Teil, wird es eigentlich ganz klar, dass gefühlt in Gladiator kein Platz für Frauen ist. Und das ist ehrlicherweise schade, weil ich finde, die Figur der Lucilla hat im ersten Teil an der Seite von Commodo als jemand, die auch Angst hatte und diese Verbindung zu Maximus hatte, ihm helfen wollte, diesen Schmerz mit sich trug und damit irgendwo auch uns Zuschauer und den Blickwinkel verkörperte, durchaus mehr zu tragen und zu tun als hier. Hier bekommt sie so flache Lines in ihre Dialoge hineingeschrieben, dass sie da echt nichts rausholen kann. Und dann wird relativ viel Denzel Washington gefeiert, sicherlich der größte Name, zweifacher Oscar-Preisträger als Macrinus, einer, der eben eine Gladiatorenschule führt und seine ganz eigenen Intrigen in Rom schmiedet und versucht, machtvoll sich an die Spitze zu begeben.
Ich finde es aber so on the nose, weil der im Grunde so ganz klar sagt, was er vorhat, dazu dann irgendwelche so geschwungenen Moves macht, so da sitzt auf cool und lässig und versucht alle zu übertölpen. Und ich fand oft, dass das eigentlich für ihn ein ungewöhnliches Overacting ist und mir dann doch too much. Und ich immer wieder bei der gesamten Besetzung dachte, man holt hier nicht heraus, was herauszuholen ist. Und bei Joseph Quinn und Fred Hechinger als diese beiden Kaiser-Zwillinge, die so drüber sind, schon beim ersten Teil, muss ich sagen, dass ich mit Joaquin Phoenix als Commodo nie so richtig warm geworden bin. Dieses so sehr extrovertierte, angestrengte, fand ich immer so ein bisschen nervig schon beim ersten Teil. Aber hier ist alles nochmal so zwei Schippen draufgelegt. Und mir ist es dann too much, wenn dann schon Kaiser-Zwillinge sich gegenseitig vollfaseln, das schon im Mutterleib versucht hat, der eine den anderen zu ermorden und sie dann irgendwie in ihrer Dekadenz und Machtgier versinken, quasi zwar aufzeigen, wo die Problematik Roms ist, aber es im Grunde den eigentlichen Film nicht so wirklich unterfüttert. Und so bleiben in erster Linie bei Gladiator 2 schon die großen Schauwerte. Der Film hat immerhin auch aufgrund des Doppelstreiks und des Produktionsaufwandes dann anscheinend mindestens 250 Millionen Dollar gekostet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film das jemals wieder einspielt. Der hat große Kulissen, der hat große Bäder. Wenn du Rom aufziehst und das Kolosseum siehst, dann denkt man, das ist schon ein großes Bild. Und wenn man das erleben möchte, macht es auf der Leinwand auch am meisten Sinn. Aber wir haben das schon gesehen und vor allem hier fehlen die Kameraeinstellungen, die uns im Grunde zeigen, wie die Faszination der Figuren ist. Es ist doch viel spannender, nicht das Kolosseum zu sehen in Rom und ein großes Bild aufzuziehen, sodass wir da sitzen und denken, ja, das sieht ja krass aus, weil wir haben es schon oft gesehen, sondern es ist spannender zu sehen, wie eine Figur des Lucius beispielsweise das erste Mal diese Arena sieht und feststellen muss, sowas habe ich noch nie in der Form erlebt oder vielleicht in meiner Kindheit schon mal gesehen, aber was dann vielleicht eine gewisse Wiederkehr bedeuten kann. Also die Kamera holt die Emotionen der Figur auf die großen Ereignisse und großen Kulissen viel zu selten ab. Denn das ist das, was bei uns doch dann emotional eigentlich verfängt. Und ich finde, Ridley Scott ist nun absolut erfahren mit seinen dutzenden großen Filmen, die er gemacht hat. Auch in seinem Alter, dass ich so dachte, hä, wo sind denn diese Einstellungen? Er weiß doch eigentlich, wie dieses emotionale Storytelling geht. Und das zeigt sich zum Beispiel bei der Musik auch. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist hier alles bei Gladiator nicht irgendwie schlecht, aber in diesem Vergleich zum ersten Teil oder auch für sich genommen, merkst du immer wieder, dass da eben diese mehrfachen Extrameilen fehlen, um dann ein richtig ordentliches Werk daraus zu machen. Denn wenn in der Musik die Originalthemen von Hans Zimmer auch mal komplett auf ihre Art anspielen dürfen, besonders auch sehr am Ende des Films, dann kriege ich sofort so eine Gänsehaut, weil es die Nostalgie ist, weil es die Erinnerung ist, die sich sofort in mir wachruft und ich so denke, boah, ich habe jetzt Bock, den ersten Teil zu schauen und nicht den zweiten. Und wenn wir dann aber die Musik bekommen, die Harry Gregson-Williams dann hinzusteuert, die immer wieder wie so eine seichtere Variante von den gleichen Instrumenten und der Art und Weise, diese Musik zu komponieren klingt, merkt man einfach, das wirkt wie eine unfertige Version von dem, was ich dann erwartet hätte. Und deswegen ist Gladiator 2 leider in allen Belangen schwächer, aus meiner Sicht zumindest, als der erste Teil und fühlt sich auch dadurch ziemlich zäh an. Und das finde ich richtig schade. Die Trailer haben vielleicht ein gewisses Skepsis vermuten lassen und Ridley Scott hat schon gesagt, er ist bereit für den dritten Teil, hat ja schon ein bisschen Ideen niedergeschrieben für ein Skript. Aber wenn das jetzt die Entwicklung ist, muss ich sagen, ist das wieder mal ein Film, der zeigt, in was für einer Welt Hollywood seit 10 Jahren gefühlt festhängt, was seine großen Brands und Franchises angeht. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Top Gun Maverick bei allen nochmal die Hoffnung geweckt hat, ey, wenn wir 30 Jahre später oder 20 Jahre später nochmal eine Fortsetzung machen, dann wird das nochmal ein großer Hype, nochmal eine Marke zu reaktivieren. Hier bei Gladiator ist es wirklich so ein Film, der bei mir am ehesten das Gefühl auslöst, ich will den ersten Teil nochmal gucken, um das nochmal für mich so ins Gedächtnis zu rufen. Aber darüber hinaus ist es dann halt leider nichts, wo ich mir denke, diesen zweiten Teil muss ich nochmal sehen. Kostümarbeit, die ist natürlich in dieser Menge und Masse und auch in der Kulisse schon sehr aufwendig und eine mit der stärksten Sachen. Der Film sieht immer wieder nicht schlecht aus und die Kamera hält auch auf ihre blutigen Sequenzen gerne drauf. Aber bestimmte Sachen wie das Köpfen von Leuten mit zwei Schwertern, ich erinnere mich, das ist doch im ersten Teil genauso drin. Das sind so Signature-Moves, wo ich immer wieder dachte in den Choreografien, das ist doch 1:1 das, was wir schon kennen. Denkt ihr doch was Neues. Also das ist doch vielleicht auch der eigene künstlerische Anspruch, wenn man etwas schafft. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann vielleicht sollte man sich hinterfragen, ob man es dann machen sollte. Und so sieht der Film zwar immer wieder teuer aus und punktet aufgrund seiner Verpackung, aber die wichtigsten Dinge aus der Besetzung rauszuholen, was da ist, eine
kohärente, interessante Geschichte zu erzählen. Figuren, die für sich eine Strahlkraft haben, mit denen ich mich emotional verbinde, bei dieser Lauflänge. Das sind viele Dinge, die deutlich wichtiger in die Waagschale sich hineinwiegen und bei mir nicht funktioniert haben. Gladiator 2 verfängt leider nicht bei mir, weil er eben noch so aussieht, wie er aussieht und ein gewisses Spektakel auf die große Leinwand bringt. Bin ich noch bereit, ihm in seinem Genre als Drama, Monumentalfilm, Action 6 von 10 möglichen Punkten zu geben. Insgesamt komme ich nur bei 5 von 10 möglichen Punkten raus und das ist echt nicht dolle. Vor allem dafür, dass ich den ersten Teil so liebe. Naja, so ist es. Da bin ich am Ende meiner kurzen kleinen Review zu Gladiator 2 ab dem heutigen 14. November in den deutschen Kinos und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.